Ich weiß nicht, warum mich das so berührt, aber es ist einfach so, es gibt keinen Zeitpunkt im Leben, wo man die besser erreichen kann. Also alle Kinder lieben es, mit den Händen zu arbeiten und genau das ist einer der Punkte, wo wir angreifen. Wir versuchen, Kinder aller Altersklassen davon zu überzeugen, dass Stuckateur ein Traumjob ist. Das machen wir in unterschiedlichsten Bereichen. Wir laden Kindergärten ein und lassen die hier, ich sag jetzt mal, mit Gips matschen. Dann laden wir Grundschulen ein und zeigen denen das gleiche wie der Kindergartengruppe, nur auf einem anderen Level. Das führen wir fort in allen Altersklassen und führt hin bis zu den Seniorinnen. Wir bieten Schulen an, dass wir vorbeikommen, dass wir in den Schulen den Beruf vorstellen. Wir bieten Schulen an, die Werkstatt zu besuchen und wie so einen kleinen Workshop zu machen, dass die selber die Möglichkeit haben, das Handwerk mit ihren Händen kennenzulernen. Weil es hilft meiner Erfahrung nach nicht, denen nur erzählen, dass das ein toller Job ist und dass man tolle Dinge machen kann. Wenn man die hierher holt und die was machen lässt, das prägt sich viel, viel besser ein, als wenn man denen eine Stunde lang erklärt, was wir machen. Wir sind seit, ich würde sagen, ungefähr an 2010, 11, so ungefähr, sind wir in den unterschiedlichen sozialen Medien unterwegs. Anfangs war das YouTube, dann irgendwann kam Facebook dazu, Instagram. Es gab auch noch ganz viele andere Kanäle. Irgendwann haben wir aber gesagt, wir müssen uns auf wenig konzentrieren und das lieber vernünftig machen. Wir profitieren massiv davon, dass wir stark in Social Media unterwegs sind, dass wir eine gute Homepage haben, denn gerade auf der Suche nach potenziellen Mitarbeitern ist es total wichtig, dort gute Inhalte zu haben, wo auch aus der Erfahrung heraus viele gesagt haben, wir wollen dahin, wir wollen diese Arbeiten machen. Und da ist es auch viel, viel einfacher, sich als Unternehmen zu differenzieren von den anderen Unternehmen, die ja nun auch alle suchen.